Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu eurem Tagesimpuls für heute, für Donnerstag, den 24.09.2020. Heute sind unsere lieben Drachenbotschaften dran. Wir haben wie immer drei Karten, drei Botschaften. Entscheide dich aus dem Bauch heraus, ob es die erste, zweite oder dritte Karte sein soll oder natürlich auch wie jeden Tag sonst auch gerne auch zwei oder drei Botschaften, so wie du es heute gerade fühlst, wie du es dir wünschst, ja, wie du auch einfach Zeit hast. Manchmal ist es ja auch ein Zeitfaktor, ne? Ich starte mit der ersten Karte, mit der ersten Drachenbotschaft und ich zeige euch erst die Karte wie immer. So, da haben wir den goldenen atlantischen Drachen. Hilf dir, dich an die Weisheit des goldenen Atlantis zu erinnern. Wach auf, bringe dein Wissen und deine Talente zurück. Fordere deine Meisterschaft zurück. Ich zeige euch nochmal so die Karte. So. Ja, für dich heißt es heute, denk mal drüber nach, was irgendwie in der Vergangenheit, ja, ich sag jetzt mal in deinem Kopf war, beziehungsweise was du auch vielleicht mal ausgeführt hast, was du mal vielleicht erlebt hast, was du vielleicht durch dein Wissen auch eingesetzt hast, ne, durch Kreativität, durch ja, Know-how, Talente, wie es hier so schön heißt. Ne? Also schau mal da nochmal zurück, was du damals da eingesetzt hast aus diesen ganzen, ja, ich sag mal, Dingen und Möglichkeiten, die so in dir stecken, in dir auch manchmal schlummern. Vielleicht weißt du manche Talente auch noch gar nicht. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Hinweis heute mal, einfach mal drüber nachzudenken, wie man etwas lösen könnte, mit den vorhandenen Werkzeugen, mit den vorhandenen Kompetenzen, mit dem vorhandenen Know-how, Wissen. Weil manchmal geht das auch immer unter. Wir wollen immer weiter, schneller, höher und überlegen uns immer neue Sachen, was auch super ist. Und ich sage ja immer, Veränderungen und Weitermachen und Neuanfänge, das ist keine Stagnation, also perfekt. Ne? Also immer weiter ins Tun gehen. Damit erreichen wir auch unsere ja, Ziele, unsere Wünsche, unsere Träume. Aber natürlich sollen wir auch manchmal zurückdenken und mal auch manches Mal so betrachten, was hat uns irgendwo hingeführt, was hat uns erfolgreich gemacht in der Vergangenheit, was haben wir dafür damals eingesetzt aus unseren Möglichkeiten, die vorhanden sind. Manchmal denken wir, wir müssen jetzt ganz, ganz viel Neues lernen auch, um etwas, ich sage jetzt mal, vielleicht auch eine Selbstständigkeit anzugehen und. Und das ist mit Sicherheit auch nicht verkehrt, weil man soll sich immer reflektieren. Und ihr wisst, ihr kennt es von mir, bodenständig und realistisch immer bleiben. Daher natürlich nicht blauäugig denken, okay, oh, ich habe eine Idee und morgen mache ich mich selbstständig. Nein, das ist damit nicht gemeint. Aber vielleicht gibt es einfach auch Kompetenzen, die schon da sind, die ihren Ursprung schon gefunden haben und die schon in anderen Situationen dir weitergeholfen haben, dich weitergebracht haben, die du gar nicht mehr neu lernen muss, beziehungsweise auf die du ganz, ganz, ganz stark vertrauen kannst. Und das soll als der Basis auch dienen fürs Weiterkommen. Also ich sage immer so, manchmal haben wir ja so, sind wir so nicht Fisch, nicht Fleisch und wissen nicht, welche Richtung wir gehen sollen, können, müssen etc. Und dann ist es mal bewusst, und das ist dieser Tagesimpuls auch, fordere deine Meisterschaft zurück, ja, die Meisterschaft, die du schon im Leben halt erlebt hast, die du schon feiern durftest, ne? Auch mal darüber nachdenken. Nicht immer denken, man ist klein und ja, ich sage jetzt mal auch mal weitergesponnen, auch nichts wert und so. Quatsch. Wir haben alle unsere Lebenserfahrung und wir sind dadurch weitergekommen. Wir haben dadurch ganz, ganz viel erreicht. Wir haben dadurch lernen dürfen. Durch Misserfolge sind wir wieder aufgestanden und sind dadurch wieder in Erfolg gekommen, weil wir weitergegangen sind, weil wir aufgestanden sind, weil wir uns nicht haben lassen unterkriegen. Und das ist so wirklich, heute sollst du mal drüber nachdenken, was war so in der Vergangenheit ein kleiner Auslöser für etwas, was du ganz, ganz toll erschaffen hast und was du heute nochmal einsetzen darfst. Und das kann in jegliche Richtungen auch sein. Und der Drache, der goldene atlantische Drache, der sag dir das ganz klar, dass du darüber heute wirklich, also diese Weisheit über dein Wissen, das sollst du gar nicht ja, so verdrängen, beziehungsweise sollst auch gar nicht klein machen. Und hol dir dieses Wissen auch wieder zurück und dann bist du auf jeden Fall wieder auf dem
ich will gar nicht sagen, wieder auf dem richtigen Weg sein, aber auf dem Weg, wo du jetzt gerade bist und wo du gerne weitergehen möchtest, wird dieser Weg durch diese Kompetenzen, durch diese Talente, Wissen, Know-how etc., Erfahrungen auch und ja, alles Mögliche, was damit einspielt auch, wird dich auf jeden Fall dahin bringen, wo du hin möchtest. Also denk mal drüber nach. So, jetzt gehen wir zur zweiten Drachenbotschaft. Was haben wir da? Ich zeige euch da erst die Karte. Oh, ich habe noch nichts gelesen, aber ich glaube, diese Karte hatten wir noch nicht. Grün-goldener Drache vom Sirius. Bringt universales Wissen auf deinen spirituellen Weg. Informiere dich über spirituelle Technologie. Sei ein Übermittler heiligen Wissens. Wow. Nee, die hatten wir noch nicht. Für mich war es gerade so diese Farbenvielfalt, diese kräftigen Farben, waren gerade so für mich so das Signal, nee, die Karte habe ich noch nicht gesehen, also noch nicht gesehen, aber noch nicht bewusst hier in unseren Tagesimpulsen. Ja, sehr schön, also spiritueller Weg. Du musst gar nicht spirituell arbeiten. Wenn du meine Videos schaust, bist du auf jeden Fall spirituell. Und Spirit ist der Geist, wir sind alles, ne, geistige Wesen und natürlich sind wir alle spirituell. Manche wollen es nach außen hin halt nicht wahrhaben. Gut, die lassen wir auch. Ne? Jeder soll seinen Weg so gehen, wie er möchte. Und Hauptsache, er hat diesen Spirit in sich, ne, und auch diese Emotionen, auch ganz, ganz wichtig. Und dieses universale Wissen bringt dich auf den spirituellen Weg. Und das ist so, ja, das finde ich, das kann man mal so, ich will gar nicht sagen, so auf der Zunge zergehen lassen, aber irgendwie schon, weil universales Wissen ist wirklich von allem etwas und informiere dich, mach weiter und wenn du noch, ja, ich sag mal, hungrig bist auf mehr Wissen, gerade was die Spiritualität betrifft, dann erkundige dich, dann such dir Gleichgesinnte, schau ganz viel YouTube, kauf dir Bücher oder was auch immer, ne, wo es dich hinzieht oder auch Seminare, ne, es fängt ja wieder langsam an, auch so mit Seminaren in kleineren Gruppen, ne, so darf ich das gerade erfahren, so wenn ich meine Trainings gebe in kleineren Gruppen und natürlich mit viel Abstand und mit Maske und, aber das kennen wir ja alle. Aber sowas gibt's auch. Oder Messen, wenn die wieder da sind, so spirituelle Messen gibt's auch in jeder Stadt, in jeder größeren Stadt. Ne. Schau einfach mal da, ja, was du da noch für dich sozusagen dir aneignen kannst, weil hier ist ganz klar, dass du halt wirklich auch ein Übermittler bist, dass du so ein Fürsprecher bist und du auch andere dazu noch inspirieren kannst. Es geht hier nicht darum, Menschen umzukehren, die im Endeffekt vielleicht sagen, das ist alles Quatsch und Humbug. Die lassen wir. Das ist deren Sichtweise und es ist auch völlig in Ordnung. Ne? Jeder hat seine eigene Wahrheit über gewisse Dinge und Leben und Leben lassen. Ihr kennt diesen Spruch, das ist ein kölscher Spruch und den sage ich immer wieder, weil der ist so wahr. Und ja, wenn die Menschen andere Sichtweisen haben und andere Ambitionen, dann ist das, wie gesagt, deren Leben und auch völlig in Ordnung. Also ich bin zum Beispiel kein Gamer, ne? Also mit den ganzen Spielen, die es gibt, also ich könnte euch nicht ein Spiel nennen, ne? Ich habe früher mal Tetris gespielt, als ich noch jung war, ne? Tennis und sowas, ne? Und ja gut, PlayStation manchmal, ne? Habe ich auch ganz gerne mal Fußball oder Formel 1 noch. Ja, also ich bin nicht ganz weit weg, aber so die neuen, ne? Die klassischen Gamer, die halt auch bei YouTube sind und überall sind, das bin ich halt nicht. Und wenn da jemand anfangen würde, mich, ich sage jetzt mal ganz gut, zuzutexten, würde ich auch sagen, bitte lass mich, verschon mich davon, weil es ist einfach nicht mein Ding. Und das ist genau das Spirituelle. Ne? Der eine, der sieht diesen Weg und kann sich dafür öffnen, interessiert sich und du bist einer davon. Und wenn du es bis dato vielleicht gespürt hast, aber auch vielleicht dich noch nicht getraut hast, es richtig zu leben, dann mach es, weil ich finde alleine schon, sei ein Übermittler heiligen Wissens und das ist einfach heiliges Wissen, was wir alle hier haben, ne? Weil wir über die Grenzen hinaus auch mal schauen und hören und ein bisschen anders die Welt betrachten. Ne? Auch so, ich glaube auch im Zwischenmenschlichen, im empathischen Bereichen sind wir ganz anders, fühlen auch anders. Ne? Also das ist so, wir sind nicht anders als die anderen, das will ich damit nicht sagen, aber wir sind halt schon feinfühliger. Wir haben es, glaube ich, mehr verstanden, dass immer mehr diese Gemeinschaft, diese Energiearbeit und dieses positive Denken und so einfach zählt für die Zukunft. Und ich sage es ja auch immer wieder und nicht das klassische Ego-Denken nur oder Ego auch handeln, sondern eher so in Liebe alles auch sehen. Ne? Bitte nicht verwechseln, dass wir jetzt in Liebe und Luft oder nur leben. Das bin ich nicht. Ne? Ich bin ja bodenständig und realistisch, kennt ihr ja von mir.
Und deswegen, natürlich müssen wir unser Geld verdienen. Und ich bin nicht der Meinung, es kann gerne, auch gerne ihr könnt der Meinung sein, dass man mit Licht und Liebe auch leben kann oder existieren kann. Ich glaube daran nicht, aber ich lasse euch da absolut euren Glauben. Und wenn das jemand mir mal vormachen würde, dann würde ich es mit Sicherheit auch glauben. Dann würde ich auch sagen, Entschuldigung, dass ich das angezweifelt habe. Aber das ist einfach nicht meine Mentalität. Aber trotzdem, hier ist ganz klar, denk mal drüber nach, was du noch dazu beitragen könntest für dich auch, um das noch mehr zu leben. Weil ich glaube, da steckt ganz, ganz viel in dir von dieser spirituellen Seite. Und dass du halt wirklich noch ganz, ich sag mal, verstecktes Wissen auch diesbezüglich in dir hast. Also dieses, also man muss sich ja, und ich habe ja vorhin auch gesagt, man kann sich auch weiterbilden durch Bücher, Seminare, durch Networking, durch, ja, ich sag jetzt mal auch durch Messen und, ne, oder Gleichgesinnte mit Austauschen. Da wird man nie dümmer, da wird man immer klüger. Und aber trotzdem bist du hier eher auch ein Mensch, der vieles auch, glaube ich, automatisch, ne? Also ich hoffe, du verstehst, was ich meine, auch fühlt und kann und vielleicht auch die Menschen dadurch auch mitziehen kann, mit begeistern kann. Und da schau mal in dich hinein, was da noch schlummert und was auf jeden Fall raus möchte, weil du bist hier jemand, der das ganz gut nach außen bringen kann, gerade diesen spirituellen Weg halt für sich natürlich auch, ne? Also so wie du es heute vielleicht praktizierst, ne? Vielleicht noch nicht in der Öffentlichkeit, nicht in der Arbeit mit Menschen, sondern nur für dich. Aber ich glaube, da steckt noch mehr in dich und du könntest dadurch auch nochmal deinen Weg nochmal anders ebnen. So, dann schauen wir noch in die dritte Botschaft. Was haben wir da? Ich zeige euch erst die Karte. Feuer- und Wasserdrache. Bring dein Leben mit der Kraft der Liebe in Fluss. Bereite dich auf eine Veränderung und schnelles Vorwärtskommen vor. Erwarte das Unerwartete. Viel Vergnügen. Huiuiuiuiui. Ach, schon wieder was mit Liebe. Und ihr wisst ja, ne, ich mag die Liebe so gerne. Ja, das ist wieder so schön, weil, ne, bringt dein Leben mit der Kraft der Liebe in Fluss. Ja, das ist so. Das ist so. Wenn wir in Liebe sind, wenn wir... Ich habe vorhin bei der zweiten Karte schon gesagt, ich bin nicht... Ich möchte niemanden jetzt hier irgendwie zu nahe treten, aber ich glaube nicht dran, dass man von Luft und Liebe oder Licht und Liebe halt leben kann. Ne? Das ist einfach, dafür bin ich, glaube ich, viel zu sehr Realist auch. Aber ich weiß trotzdem und ich sage es euch immer wieder, mit Liebe, also im Herzen und Spüren von Liebe und im Außen Liebe zu geben und Liebe weiterzugeben, Liebe zu empfangen und in allem irgendwie auch was Liebevolles sehen, das bringt uns so weiter. Und hier heißt es auch noch wirklich hier, ich wollte gerade sagen schwarz auf weiß, aber es ist hier lila auf weiß, nee, umgedreht, weiß auf lila, so rum, bringt dein Leben mit der Kraft der Liebe in Fluss. Und ja, wenn wir positiv sind, wenn wir Liebe auch ausstrahlen, das können wir mit einem kleinen Lächeln machen, das können wir mit einer kleinen Geste machen, das können wir einfach mit einem kleinen Tun machen, indem wir was helfen. Und wenn es, keine Ahnung, nur mal, wenn jemand was runtergefallen ist und man hebt es halt auf. Ne? Das sind so Kleinigkeiten, die wo überall Liebe drin steckt. Weil ich mache das vom Herzen her und natürlich niemals berechnend irgendwas machen, weil dann bringt Liebe nichts in Fluss. Ne? Dann ist da gar keine Kraft, dann ist das hier Manipulation. Und das ist dann halt nichts Schönes, ne? Sondern wirklich aus dem tiefsten Herzen. Und nicht deswegen, ich mache jetzt etwas und bekomme dafür was zurück. Ne? Also so bitte nicht. Ne? Und hier ist so, bereite dich auf eine Veränderung und schnelles Vorwärtskommen vor. Ja, weil du bist in Liebe und du gibst Liebe. Und du bist auch ein Mensch, der offen ist und der gerne hilft, also Hilfsbereitschaft auch zeigt, auch jedem zeigt, vielleicht auf der Arbeit, in der Familie, bei Freunden, bei Nachbarn oder einfach auch bei den Tieren, nicht einfach nur, aber auch bei Tieren, ne? Wenn man, keine Ahnung, auch mal ein Tier auch, ne, irgendwie, ich sehe das ja immer bei den Eichhörnchen, ne? Wenn ich eins sehe und ich sehe ganz viele oft, dann gehe ich da langsam vorbei, ne? Will die auch nicht erschrecken, weil, ne, ich gucke sie mir auch gerne an. Und das ist auch so, ne, Liebe halt auch gegenüber den Eichhörnchen, dass sie halt nicht sofort weghuschen oder Angst haben müssen, dass wir Menschen ihnen was wollen oder so. Ne? Und du darfst dich wirklich hier vorbereiten auf etwas, erwarte das Unerwartete, viel Vergnügen. Ja, es ist,
Ich finde das ganz spannend. Das ist aber für mich so ein Dank an dich, dass du halt so gut bist und dass du ein guter Mensch bist und dass du wirklich auch diesen Weg der Liebe auch gehst. Und das ist wundervoll. Und das ist natürlich ganz klar, dass dir auch dann Veränderungen blühen und vorwärts kommen auch, ne? Vielleicht bist du auch in so einer Phase, wo du es für dich auch verstanden hast, also jetzt nicht böse gesagt, aber verstanden hast, dass man damit auch mehr weiterkommt, ne? Auch für sich auch, ne? Es gibt ja so viele Menschen, und ich habe auch schon davon welche kennengelernt, die früher total im Ego waren und wirklich immer Augen zu und durch und ich und so. Und die sind auch mit der Zeit wirklich so in den spirituellen Wachstum auch reingekommen und reingeführt worden. Nicht von mir, aber ne, durch andere auch. Und haben mir das halt dann erzählt und haben das total abgelegt. Leben ein ganz anderes Leben jetzt. Ne? Leben das Miteinander, das Füreinander und das Offene und die Gemeinschaft und ja, die positive Energie halt. Ne? Und sehen auch in irgendwas nicht so Gutem oder aus diesen Erfahrungen von ihrer Vergangenheit, sehen die trotzdem auch das Gute, weil dadurch sind sie jetzt ein anderer Mensch geworden. Und ich finde das so schön, wenn man sich dann auch wandeln kann und dann jetzt auch diese Positivität auch zurückbekommt, weil man viel investiert hat, weil man selber, ja, natürlich ist es nicht einfach, wenn man eher so ein Ego-Mensch war, auf einmal sich da umzudrehen, ne? Also ganz, das ist ja kein einfacher Prozess oder auch kein einfacher Lebensweg. Das dauert auch ein paar Jahre, das kann man nicht von heute auf morgen. Aber jetzt bekommen auch diese Menschen absolut diesen Dank zurück, ne? Das war jetzt mal nur so ein kleiner Exkurs, das muss nicht sein. Ich denke mal, die meisten hier sind eher so, dass sie wirklich auch in Liebe und mit Liebe leben und deswegen haben sie auch so viel verdient und deswegen hast du das alles verdient, ne? Und deswegen wird dein Leben noch mehr in Fluss kommen und glaub da jetzt auch mehr dran, ne? Vertraue da auch drauf und sei weiter einfach auch in Liebe und hilf auch, wenn du helfen kannst, ne? Natürlich auch Grenzen setzen, das muss dir auch immer gut tun, das darfst dich dabei nie vergessen, aber du wirst auf jeden Fall erwartet das Unerwartete viel Vergnügen, mehr brauche ich dazu nicht so zu sagen. So, meine Lieben, ich wünsche euch einen wundervollen Donnerstag und freue mich, wenn wir uns morgen am Freitag hier wieder hören. Bis dann. Tschüss.